Jedem Kunststil ordnet man ein besonderes Merkmal zu, so auch dem Rokoko, das zeitlich dem Barock folgt. Als Stil des 18. Jahrhunderts grenzt man das Rokoko in etwa von 1720 bis 1790 ein. Das besondere Merkmal ist die Rocaille. Es handelt sich um eine der Natur, in diesem Fall dem Meer, entlehnte Form, die als Vorbild gedient haben könnte. Das aus dem Französischen abgeleitete Wort bedeutet eigentlich Grotten- und Muschelwerk. Die Rocaille wird hauptsächlich durch eine ungleichmäßige Muschelform gebildet. Die Schwierigkeit für den heutigen Betrachter liegt oftmals darin, dass er beim Betreten eines im Rokoko-Stil erbauten Innenraumes nicht weiß, wohin er schauen soll. Die Fülle der Formen und Farben erschlagen den Menschen trotz der Leichtigkeit, die angestrebt und auch umgesetzt wurde. Es ist anzuraten, einige wiederkehrende Formen für sich selbst auszumachen, ihre Wiederholung und verwandte Formen dazu zu suchen. Dann erst gewahrt der Betrachter den Reichtum an variierenden Grundformen. Entwurfszeichnungen, die man in der Rokoko-Zeit Risse nannte, wurden manchmal auch als Vertrag verwendet. So geschehen bei einem Altarentwurf für die abgebrochene Kirche in Münsterschwarzach. Die Rückseite nennt den Autor und den Auftraggeber. Bilderrahmen haben häufig eingezogene Längsseiten, statt Ecken gibt es ausbuchtende Kreissegmente und der obere Abschluss ist gewellt oder jedenfalls zumeist nicht gerade. Tastet das Auge von einer Malfläche, die selten nur mit hochrechteckig oder querrechteckig zu beschreiben ist, zu den umgebenden Verzierungen am Rahmen und in den nächsten Umgebungen des Altars nach außen, fallen Reichtum der geschwungenen, durchbrochenen oder zurückschwingenden Linien auf. Sogar Säulen, Symbole für Standfestigkeit und Stärke, werden durch Verzierungen aufgelockert. Das Material ist häufig Stuckmarmor und nicht der in der Natur vorgegebene Werkstoff. Das liegt zum einen daran, dass dann die Farbgebung genau durch den Künstler bestimmt werden kann, zum anderen, dass der gewünschte Farbton in der Natur gar nicht vorhanden war. Teuer war auch der Stuckmarmor. Thank you.
Es hilft, unserem Druckbuchstaben C nachzuspüren, wobei das C in Anfangs- und Endschwüngen unterschiedlich gebildet ist. Palmwedel und andere pflanzliche Elemente sind in dem genannten Schwung ausgebildet. Zuweilen erinnern die Formen auch an das menschliche Ohr oder an aus der Geometrie her bekannte Kurven. Ein Meister seines Faches als Altarbauer war Johann Michael Feichtmeier. Seiner Formensprache begegnen wir in verschiedenen Kirchen wie Otto Beuern, Amorbach, Steinbach, Haigerloch, Zwiefalten und anderen. Die vielen geflügelten Kinderfiguren, auch Putti genannt, bevölkern die Altäre. Den kleinen Wesen kann man einfach nicht böse sein, auch wenn sie manchmal schalkhaft dargestellt werden. Neben dem ornamentalen Reichtum sind die figürlichen Darstellungen das Wichtigste und Schwierigste. Johann Michael Feichtmeier beherrschte beides, Ornament und figürliche Darstellung. Thank you.